Einfach weil es Spaß macht mitzuspielen, zeige ich eine Variante, die mir eingefallen wäre. Ich beginne mit gleicher Konstellation, die Jürgen in seinem Video hat. Wir haben einen Engpunkt, einen Endpunkt von einem ja nicht ganz durchgezogenen Rechteck. Ich mache einen Kreis da oben und die Aufgabe ist jetzt, einen Bogen von daher hinzubekommen. Und nachdem die Aufgabe ja scheinbar die ist, dass der Bogen hier in diese Richtung waagrecht weggehen soll, tangential hierher stößt, kann man das eigentlich relativ leicht machen, indem ich nur den Schnittpunkt hier brauche, von dem Punkt zum Zentrum von dem Kreis. Dann kann ich eine Pollinie starten. Die Pollinie starte ich an dem Endpunkt. Ich möchte einen Kreisbogen gehen, ich möchte die Richtung, in die der Kreisbogen weggehen soll, bestimmen. Und wohin soll er gehen? Hierher. Ich hätte mir gesagt, das war's. Weil, wenn ich jetzt diesen Bogen hier, es ist jetzt eine Pollinie, kein Bogen, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte von dem Zentrum, von dem, dann bin ich genau senkrecht darüber. Ich glaube, das wäre die Anforderung gewesen, oder?